Ihr habt viel kommentiert, dass ich doch mal ein Video nur über Messer machen sollte. Wollte ich erst eigentlich nicht, weil ich nicht möchte, dass das hier wie so eine Verkaufsveranstaltung wirkt. Aber ich dachte mir, ich zeige einfach mal, was ich wirklich privat für Messer habe, die ich ja beruflich natürlich immer genutzt habe und warum ich mir die selber angeschafft habe. Und vor allen Dingen, wie viel Geld man ungefähr ausgeben muss, um ein gutes Messer zu haben. Und ist teuer wirklich immer besser? Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger. Heute zeige ich euch verschiedene Messer von verschiedenen Herstellern, die aber eigentlich alle für einen Zweck gedacht sind. Zum Beispiel Zwiebel schneiden oder Paprika zerkleinern. Alles, was man halt viel schnibbelt, ne, wo es auch wichtig ist, dass man ein scharfes Messer hat. Weil ihr könnt euch natürlich für 200-300 € einen ganzen Messerblock kaufen mit so semi-guten Messern, wovon ihr die meisten nie benutzt. Oder ihr gebt halt Geld aus und kauft euch ein richtig gutes, wo ihr auch noch jahrzehntelang Freude dran habt. Ja, ich fange einfach mal am Anfang an und ich habe 2007 meine Ausbildung zum Koch begonnen und habe dann sehr schnell festgestellt, dass man auf jeden Fall ein gutes Messer braucht. In den meisten Küchen sind immer so Basic-Messer irgendwie vorhanden, aber so richtig gute natürlich nicht. Und da hat tatsächlich jeder Koch sein eigenes Messer oder seine eigenen Messer. Damals war es so, dass die meisten Azubis sich eine ganze Messertasche gekauft haben und direkt mehrere Messer sich zugelegt haben. Ich hingegen habe mir für den Preis von dem, was die anderen für ein ganzes Set bezahlt haben, habe ich mir ein einziges Messer gekauft. Und das war tatsächlich dieses hier. Diese Entscheidung, ich würde nicht sagen, dass ich sie bereue, aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich definitiv eine andere Entscheidung getroffen. Nicht, dass ich mir nicht nur ein Messer gekauft hätte, das finde ich ist immer noch eine gute Entscheidung, sondern der Typ. Das hier ist, man sieht es nicht mehr, dieser Aufdruck oder diese Einätzung, die geht mit der Zeit etwas weg. Da stehen so asiatische Zeichen drauf, japanisch würde ich jetzt meinen. Und da steht WMF drauf, der Hersteller. Das ist ein Sushi-Messer und man kann erkennen, dass das nur von einer Seite geschliffen ist und deswegen ja, für Sushi geeignet ist. Es ist sehr schwer. Das kann man nutzen, um Fischen tatsächlich den Kopf abzuhacken. Und ja, zum Schneiden kann man es auch ganz gut verwenden, aber wie gesagt, sehr schwer. Und durch diese einseitig geschliffene Klinge ist es problematisch, damit gerade zu schneiden. Das heißt, immer wenn ihr schneidet, geht das Gargut, das Schneidgut immer so zur Seite weg. Deswegen war das ein Fehler von mir, dieses Messer als erstes zu kaufen, weil universell ist es nicht einsetzbar. Ich habe damals sehr wenig Sushi gemacht, weil ich in einer gut bürgerlichen bis gehobenen Küche gearbeitet habe, aber gar keinen Sushi gemacht habe und wollte damit einfach nur schneiden. Da war die Beratung damals im Laden nicht besonders gut und ich hatte ziemliche Schwierigkeiten, also gerade für Fleisch und Fisch kann ich es nicht nutzen. Deswegen kommen wir auch zum zweiten Messer und das war das Messer, was ich mir dann kurz nach der Ausbildung gekauft habe und das war wirklich das Richtige, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Dieses Messer liegt so rund um die 200 €, die ich damals für ausgegeben habe. Vielleicht gibt es auch ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, aber so um die 200 €. Preislich liegt das genau auf dem gleichen Wert und man merkt direkt, es ist deutlich leichter. Das ist ein Messer von Kai und das ist die Chun-Serie. Das ist ein Damastmesser, ein VG10, ne, hat einen sehr hohen Rockwell-Grad, also die Härte, ne, über, ich meine 64 Grad Rockwell. Könnt ihr aber nochmal nachgucken, wir schreiben es unten rein. Und es hat einen ergonomisch geformten Griff für Rechtshänder. Da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr Linkshänder seid. Es gibt auch extra welche für Linkshänder, aber das passt wirklich in rechte Hand. Und das ist das einzige Messer von denen, die ich hier liegen habe, das kann. Na, man sieht hier schön noch diese Wellen, nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Da war es wirklich sehr extrem, ja, aber es ist immer noch vorhanden. Und es ist immer noch rasiermesserscharf. Wie ihr das Messer wirklich wieder so rasiermesserscharf bekommt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das Messer erfüllt wirklich jeden Zweck. Damit könnt ihr alles machen, außer jetzt vielleicht nicht Kartoffel schälen. Aber zum Schneiden, ne, das hat eine schöne Form. Es ist ein sogenanntes Chefkochmesser. Wir haben hier vorne eine Spitze. Wir haben aber trotzdem eine breite Klinge. Und das war früher tatsächlich noch breiter. Also hier ist schon fast so ein Zentimeter weggekommen, ne, dadurch, dass ich es tatsächlich 14 Jahre in Benutzung hatte und was abgeschliffen wurde. Sonst könnt ihr dieses Messer aber auch wirklich ein Leben lang benutzen. Das Besondere ist, es ist schön leicht, es ist ausgewogen und es ist aus einem Stück geformt. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr nicht hier solche Übergänge habt. Ne? Bei anderen Messern, da kommen wir gleich zu, die haben dann hier solche Übergänge. Und da sammelt sich gerne Dreck drin, das ist nicht so gut zu reinigen. Und der Griff ist aus Packerholz. Finde ich sehr schön, ich finde vor allem die Farbe sehr cool. Also ich mag es nicht, wenn das so hellbraun ist, ne? Das ist richtig schön schwarz. Und mir wurde vom Hersteller damals empfohlen, dass man das regelmäßig ölen sollte, damit man lange da was von hat, damit das, naja, lange schön aussieht. Ich verrate euch was.
Ich habe das kein einziges Mal gemacht. Ich benutze das 14 Jahre in der Küche und das sieht immer noch wie neu aus. Ne? Also es ist ein bisschen verkratzt, vermackt, ganz klar, aber ich habe das nie gemacht. Also deswegen eure Entscheidung. Man kann da extra so teure Öle für kaufen. Erfüllt seinen Zweck. Ich kann damit Fleisch filetieren, ne, weil ich eine Spitze habe. Es ist nicht so flexibel, aber es geht trotzdem ganz gut. Ne? Ein Filetiermesser wäre natürlich noch besser. Und es hat eine schöne breite Klinge, damit ich damit wunderbar, ne, Gemüse auf dem Brett schneiden kann und vielseitig einsetzbar. Jetzt kommen wir zu dem Messer. Das ist auch ein Chefkochmesser, ne, auch universell einsetzbar. Hat eine ähnliche Form wie das hier. Ist halt noch ein bisschen breiter und länger. Ist von der Marke F-Dick, ne? Red Spirit heißt diese Serie. Und das erfüllt wirklich einen echt guten Zweck. Es ist super, es ist echt schön scharf, man kann es auch lange scharf halten. Ist vom Stahl jetzt nicht so hochwertig wie dieses hier. Und was ich so negativ bei dem tatsächlich finde, ist, dass der Griff hier so reingesetzt ist. Und man sieht es auch hier, ne? Weil die sind jetzt hier tatsächlich in Benutzung. Ja, da sammelt sich sehr schnell Dreck an und es ist auch nicht so ganz hygienisch. Cool ist, dass es einen roten Griff hat. Ne, es ist natürlich auch hygienisch, es ist jetzt nicht so ergonomisch geformt und auch nicht so edel wie das hier, aber erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und liegt deutlich unter 100 Euro. Ne, deswegen auch eine gute Empfehlung. Kommen wir zu dem. Das ist ein Messer von, man kann es gar nicht mehr erkennen, das ist so eine Metro-Eigenmarke tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Zwilling- oder Wüsthoff-Messer, ist glaube ich auch daran so ein bisschen angelehnt. Ist sehr preisgünstig, habe ich tatsächlich hier für die Kochschule gekauft, ne, für die Teilnehmer, um damit zu arbeiten. Ne. Es ist immer noch wirklich super scharf, es wurde schon ein paar Mal nachgeschliffen, aber ist echt scharf und liegt glaube ich so bei 20, 30 Euro und kann man auch verwenden. Also wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, ist das eine super Wahl, genauso wie das hier. Jetzt kommen wir zum Preis-Leistungssieger, mit einem leichten Zwinkern ausgedrückt. Und ja, der Griff ist ähnlich wie bei diesem Messer hier, dass es so reingesteckt ist. Es ist Holz, ich weiß nicht, also es scheint, ich denke mal, es ist echtes Holz. Genau, was das Material ist, weiß ich nicht. Es ist sehr offenporig, also absolut nicht mit diesem hier zu vergleichen. Aber was man sagen muss, die Klinge ist echt scharf. Dies bleibt auch lange scharf, also relativ lange. Und man kann es gut abziehen und nachschärfen. Und erfüllt völlig seinen Zweck, wenn man jetzt wirklich gar nicht viel Geld ausgeben will, weil dieses Messer hat sage und schreibe 2 Euro gekostet. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe davon mal eine ganze Menge gekauft, auch für die Kochschule hier und habe das gesehen für 2 Euro und da habe ich zugeschlagen. Die Form ist sehr speziell, das ist so ein Chopmesser, da gibt es aber noch andere Formen von und ich fand das ganz cool, erfüllt seinen Zweck und für 2 Euro Preis-Leistungssieger. Tatsächlich habe ich für dieses Messer schon 50 Euro geboten bekommen von Teilnehmern hier oder die das darauf geschätzt haben. Deswegen, also kann man nicht viel falsch machen. Kommen wir zu einem Messer, was sehr cool aussieht, finde ich. Also wurde ich auch schon oft nachgefragt, weil das hier so schwarz lackiert ist. Ich würde sagen, dass es lackiert ist, vielleicht ist es auch eloxiert, vielleicht weiß da jemand mehr drüber. Das ist von AMC, dieses Messer. Diese Topffirma kennt ihr vielleicht. Das ist aus einem Stück gefertigt tatsächlich und es ist hier dieses Material dran gesetzt. Also ich würde sagen, steinigt mich jetzt nicht, ich würde sagen, dass es tatsächlich ein Kunststoff ist, der hier dran ist. Oder es ist lackiert, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, kein Holz. Super scharfes Messer, ist auch ein Chefkochmesser. Die haben natürlich auch noch ganz viele verschiedene Formen. Es ist relativ flexibel, ne? Ihr seht das, weil das sind die meisten sehr scharfen Messer nicht. Es ist recht scharf, man kann super nachschärfen. Und was sehr schön ist, wir haben hier diese Kante, ne? Weil das lackiert ist. Und dann sehen wir immer, wie der Schliff ist, wie gut der ist tatsächlich. Und ja, das ist schon ein recht teures Messer, erfüllt aber auf jeden Fall seinen Zweck und ist auch eine echt gute Qualität und es ist auch super scharf. Kommen wir zum zweiten Preis-Leistungssieger. Das hier ist ein Messer von IKEA, habe ich mal zur Verfügung gestellt bekommen und ja, bin eigentlich sehr begeistert. Ich hätte früher niemals ein Messer von IKEA gekauft, aber auch wieder genauso wie bei dem hier kann man da nicht viel bei falsch machen. Das ist echt scharf, der Stahl ist echt super. Ich habe die jetzt seit 3 Jahren in der Kochschule in Benutzung und die sind immer noch scharf. Natürlich muss ich die richtig nachschärfen, aber das ist auch wichtig, dass man es wieder scharf bekommt. Und das ist dabei wirklich toll, ne? Und ihr habt zwar auch hier so einen reingesteckten Griff, aber das ist deutlich stabiler als diese Geschichte hier, ne? Ist aus Kunststoff, ganz klar, ne? Muss ja auch günstig sein. Tut es nicht in die Spülmaschine, auch wenn es aus Plastik ist, solltet ihr gar kein Messer, aber erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Dann kommen wir zu einem Messer, was ich schon immer sehr, sehr cool fand, aber etwas fragwürdig. Das ist ein Porsche-Style oder ein Designed by Porsche-Messer, also nicht, kann man nicht mit Auto fahren, von der Marke Chroma.
Und das ist ein sehr, sehr scharfes Messer, was sich auch sehr gut nachschleifen lässt und natürlich vom Design her total abgefahren. Also es gibt davon ganz viele verschiedene Typen, ne? Auch so ein Chefkochmesser und so. Ich fand das halt irgendwie ganz cool. Da müsst ihr wirklich drauf achten, wenn ihr das zum Gemüseschneiden nehmt. Na, man sieht schon, die Klinge ist sehr gerade. Damit könnt ihr nicht so gut abrollen. Also das heißt, ihr müsst wirklich so schneiden. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch das Handling hier so mit diesem Knopf, ich dachte früher immer, das wäre irgendwie irgendwas, wo man was reinstecken könnte, ne? So ein Einrastmechanismus, ist aber tatsächlich nicht so, es ist einfach so. Ne? Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe mir das tatsächlich gekauft, weil die mittlerweile sehr günstig geworden sind. Ich habe dafür keine 100 Euro bezahlt. Ich erinnere mich noch, so vor 10 Jahren lagen die weit über 200. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber jedenfalls kriegt ihr die ganz gut bei Amazon und so weiter mittlerweile ganz günstig. Und ich dachte, so eins darf bei mir einfach nicht fehlen, ne? Und arbeite, wie gesagt, auch sehr gerne damit und man kann es toll nachschleifen. Dann habe ich hier ein Messer, es steht drauf, Wüsthof Epicure, sehr, sehr schönes Messer. Also wurde mir zur Verfügung gestellt tatsächlich, hat einen Holzgriff, der sich super gut anfühlt. Ich muss mal nachgucken, was das jetzt genau für Holz ist. Ich denke aber, dass es tatsächlich echtes ist. Man sieht auch hier, dass die Klinge hier durchgeht, ne? Das heißt, es ist von außen dran gesetzt. Ähnlich wie bei diesem hier, aber das ist halt, naja, ihr seht, dem nachempfunden, würde ich meinen. Fühlt sich super gut an, ist sauscharf das Messer. Da gibt es auch verschiedene Formen von. Ne? Das ist auch wieder so ein Chefkochmesser. Was ich allerdings finde, etwas schmales. Kann aber sein, dass es da noch ein breiteres von gibt. Also ihr seht das hier, ne? Wenn ihr das daneben haltet, das ist jetzt deutlich breiter. Und was mir bei den Wüsthof-Messern immer nicht so gefällt, ist dieser Steg hier hinten. Weil die meisten Messerschleifer, wenn ihr das Messer schleifen, und die tragen sehr viel ab. Ne? Bei dem hier habe ich euch das gesagt, das ist deutlich schmaler geworden. Das hat hinten nicht so einen Steg. Und der Steg soll immer dafür sein, dass die Menschen sich nicht verletzen. Puh, ehrlich gesagt, ich kenne keinen, der sich hier hinten mal dran verletzt hätte. Aber natürlich stimmt es. Wenn ich hier so gegenhaue, ist das natürlich von Vorteil. Es fasst sich sehr gut an. Aber irgendwann bleibt dieser Steg hier. Ihr müsst wirklich einen Messerschleifer haben, der durch diesen Steg hier hinten auch mit wegmacht. Weil sonst habt ihr den hier irgendwann hier stehen und die Klinge ist nur noch hier unten. Und dann haut ihr damit immer, ne, so aufs Brett und das Messer liegt gar nicht mehr richtig auf. Aber sonst super schönes Messer. Super scharf. Ich habe es noch nicht nachgeschärft, ne? Und es hat das immer noch so seit einem Jahr. Kann ich empfehlen. Dann so das nächste Überraschungsmesser, der Sabatier International Limited Edition. Kann ich nicht viel zu sagen, nicht zu der Marke. Ich finde es ganz cool. Es ist halt ähnlich vom Stahl, also zumindest von den Angaben, wie diese Kaichun-Messer. Ja, dass ihr Damast habt und hier quasi ein VG10-Stahl. Und wenn ich mich nicht irre, nennt man das Laminat-Damast, ne? Genauso hierbei, wenn man in der Mitte im Prinzip die Fläche hat, die normaler Stahl ist oder ein guter Stahl und außen wird dieses Damast draufgelegt. Da gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Marken und die waren mir noch nicht bekannt. Gab es tatsächlich auch in der Metro, habe ich das gekauft, weil ich es gesehen habe, fand es ganz cool. Der Griff, ehrlich gesagt, ist Geschmackssache, ich finde es ein bisschen kitschig, mir gefällt da so dunkles besser und der ist auch nicht ergonomisch geformt und ich glaube, es geht auch nicht hier in einem durch, auch so vom Gewicht her, wenn man das vergleicht, ist es nicht so ausgewogen wie das Kaichun, fast runtergefallen ja, aber es ist jetzt auch brandneu, ne? Es ist sauscharf und es ist auch ein VG10-Stahl, der auf jeden Fall seine Schärfe erfüllt und es hat auch unter 100 Euro gekostet, was sehr günstig ist. Ich hoffe, ich konnte euch so einen leichten, kurzen Einblick geben, was ich für Messer benutze und was ich jetzt so gut oder schlecht an den Messern empfinde. Alle diese Messer haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und jedes von diesen Messern könnt ihr problemlos kaufen, ohne dass ihr jetzt hinterher irgendeinen Schrott gekauft habt und euch hinterher ärgern müsst. Wie gesagt, dabei habe ich mich ein bisschen geärgert, aber das war meine Schuld oder vielleicht auch die Schuld des Verkäufers, dass ich einfach falsch beraten wurde und vielleicht nicht mir vorher so ein Video angeguckt habe, dass es einfach ein Sushi-Messer ist und es ist sehr speziell und es ist halt extra für einen speziellen Zweck und überhaupt nicht mit denen zu vergleichen. Aber ansonsten habt ihr für jedes Messer von mir eine Top-Kaufempfehlung. Wenn ich mich jetzt für ein Messer entscheiden sollte, fällt mir die Entscheidung zwar sehr schwer, aber tatsächlich würde ich dieses hier wählen. Liegt ein bisschen an dem emotionalen Wert. Also das ist das erste wirklich richtig gute Messer, was ich mir gekauft habe und was ich jetzt auch immer noch gerne benutze. Aus folgendem Grund, ich finde den Griff klasse, ne? Ergonomisch geformt. Es fühlt sich einfach sehr wertig an, immer noch, auch wenn es total zermackt ist.
Und ihr könnt es für fast alles benutzen. Ihr könnt damit einen Rinderrücken abziehen, ihr könnt damit irgendwas filetieren, ne? Orangen filetieren, ihr könnt damit super Gemüse schneiden. Das Einzige, was ihr tatsächlich damit vielleicht nicht könnt, ist Kartoffelschälen. Aber ich habe auch schon Thailänder gesehen, die das damit hingekriegt haben. Von daher, ein Messer, wenn ich mir eins aussuchen würde, wäre es definitiv das hier.